Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Heute habe ich euch die Kochzauberbox mitgebracht. Und zwar die Normalbox. Nun möchte ich sie gerne mit euch zusammen auspacken. Schauen wir doch mal rein, was es so Schönes Neues von Kochzauber gibt. Die Box ist ziemlich schwer, habe ich festgestellt. Sie ist gerade eben um 19:40 Uhr gekommen. Und solange die Lichtverhältnisse noch einigermaßen sind, möchte ich das Unboxing dann auch durchführen. So, hier ist ein Briefumschlag dabei. Da werden wohl die Rezepte drin sein, gehe ich mal von aus. Schauen wir mal. Es gibt Spargel diese Woche. Das war auch ein Grund, warum ich die Box genommen habe. Und zwar haben wir einmal weißer Spargel mit Cremolata, Schinken und Sauerrahmkartoffeln. Das sieht doch mal richtig gut aus, oder? Dann haben wir Schweinefilet in Balsamico mariniert mit Tomaten, Lauchgemüse und Gewürzreis. Auch das kann sich durchaus sehen lassen. Und dann gibt es ein vegetarisches Gericht und zwar die gebackene Süßkartoffel mit scharfem Pak Choi und Röstzwiebeln. Klingt auch interessant. Könnte lecker sein, aber da muss ich mich noch überraschen lassen. So. Dann fangen wir mal an. Ah, als erstes sehe ich feinste Lauchzwiebeln. Und die sind noch richtig knackig frisch. Der Wahnsinn. Schaut euch die an. Im Geschäft kriegt ihr die wahrscheinlich nicht so frisch, wie die hier frisch sind. Wahnsinn. So, was haben wir noch? Aha, ein paar Kräuterchen. Kräuter und zwar 30 Gramm Petersilie, immer wieder weg, das kennt ihr ja schon. 30 Gramm Petersilie, 10 Gramm Basilikum und eine kleine Chilischote aus Thailand. Da waren sie. Dann gibt's Ingwer, auch mal verschweißt eingepackt, das finde ich schon mal gut, weil meistens kriegst du den so schön kurz vorm Austrocknen serviert, ohne dass er verschweißt ist. Dann trocknet er ja noch einmal so schnell. So, oh je, oh je, oh je. Was ist das denn hier? Oh Gott im Himmel. Eine Riesenzwiebel. Eine Riesenzwiebel. Oder aber auch Gemüsezwiebel. So nennt man die doch. Dann eine riesige Kartoffel. Wahnsinn. Tue ich mal hier auf die Seite. Was haben wir hier? Oh, feinste Cherry-Tomaten. Die sehen noch mal gut aus. Da kannst du nicht meckern. Ich muss noch mal kurz was an der Kamera machen, liebe Leute. So ein wenig. So. Sehen doch auch fein aus, ne? So, dann haben wir, ah ja, noch so eine Riesenkartoffel und eine Süßkartoffel, die auch ziemlich groß gewachsen ist, muss man sagen. So, dann haben wir Mini Pak Choi aus Holland, so steht es hier drauf. Also nicht The Netherlands. Hier steht Holland drauf. Also gebe ich es auch so wieder. Einmal auf Holland Mini Pak Choi. Dann haben wir hier wahrscheinlich, davon gehe ich mal aus, die Gewürzchen drin. Ich muss es mal aufreißen, damit ihr es auch sehen könnt. Da haben wir einmal Langkornreis. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Dann haben wir Paniermehl. Könnte es sein, dass es Leute gibt, die das nicht im Haus haben? Und Hot Vanilla. Also Vanille mit Chiliflocken. Hört sich gut an. Gibt es da noch was Feines drin? Schauen wir mal. Yes, Sir. Ja. Sojasauce. Klingt auch gut. Wahrscheinlich für das marinierte Schweinefleisch. Was haben wir noch? Aha, eine Zucchini, der Wahnsinn, und eine Limette. Alles sehr, sehr frisch.
toll. Und dann gibt es noch, das ist eine Schalotte und das ist eine rote Zwiebel. Sehr schön. So, jetzt kommen wir zu den gekühlten Sachen vom Kochzauber. Box gefällt mir bisher sehr gut, muss ich sagen. So, da müsste ja jetzt hier auch der Spargel drin sein. Also erstmal gibt es eine Runde Eis für alle. Schön gefroren. Yes, sir. So, dann haben wir die saure Sahne. Ich glaube, so könnt ihr das besser sehen. Dann haben wir. Jetzt kommt das. Ja, das ist der Schinken für das Spargelgericht. Sieht lecker aus. In Scheiben. 100 Gramm sind das ganz genau. Dann haben wir das Schweinefilet mit 308 Gramm. Sieht auch lecker aus. Da kriegt man Appetit. So. Und liebe Leute, jetzt kommt die Krönung von allem. Na, der sieht doch mal gut aus, oder? 400 Gramm deutscher Spargel aus Belitz. Erntefrisch geschält. Der soll noch geschält. Der Wahnsinn. Das spart Arbeit. Mann, der sieht richtig gut aus. Und ich weiß auch schon, was ich zuerst essen werde. Nämlich den lieben Spargel. Ja. Wahnsinn. Also, ich bin wieder mal sehr angetan von dieser Box. Das, was sie versprochen hat, hat sie auch gehalten. Ich bin richtig, richtig begeistert und freue mich jetzt schon aufs Kochen. Ich bedanke mich bei euch und hoffe, das Unboxing hat euch gefallen und sage bis zum nächsten Mal. Eure Cassandra. Ciao.